Seid herzlich gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu Just Cause 4. Muss ich immer erst überlegen, welches spiele ich gerade. Also, ich war noch bei Rage 2 gedanklich. Ja, wir haben, beziehungsweise ja, der Rico und ich, glaube ich, heißt der, oder? Wir haben dieses Daddy Das DLC fertig mit dem Namen, keine Ahnung, wie heißt der? Danger Rising. Steigende Gefahr oder so ähnlich. Und da muss man diese U-Boote alle bekämpfen. Warte, das kann man hier sehen. Da steigende Gefahr. Also es sind drei DLCs, da kann man da oben umschalten. Teufelskerle, dann Los Demonios und steigende Gefahr haben wir schon fertig. Und zwar muss man da diese U-Boote kaputt machen. Und wenn man, und dann kommt noch eine Abschlussmission, und das war happig am Schluss dann, die Abschlussmission, da muss man einen Kollegen umhauen, und das war ziemlich happig, und dann ist fertig. Und dann kann man, wenn das fertig ist, kann man hier mit diesem Skateboard über diese, da sind auf den U-Booten dann so Hindernisstrecken freigeschaltet, da muss man in 30 Sekunden durch, und wenn man es in 20 Sekunden schafft, hier habe ich schon in 20, 17, 36, und wenn man alles in unterhalb 20 Sekunden schafft, kriegt man eine Errungenschaft. Das ist aber affenartig, also boah, alter Schwede, aber an sich ist es fertig. Und jetzt machen wir, was macht man, Demonios oder Teufelskerle? Ist eigentlich halbwegs wurscht, sollen wir das machen, oder? Weiß keiner. Los Demonios. Eins ist, glaube ich, mit Autos ziemlich, oder? Und welches denn? Machen wir das mal, oder? Wegpunkt. Ja, und das ist dann da auf der Insel wahrscheinlich, oder? Uiuiui, oder waren wir da schon? Wurscht. Und jetzt muss ich dir gleich mal was Tolles zeigen. Pause. Kurze. Nämlich, bei dieser letzten DLC-Ding, glaube ich, habe ich dieses Gewehr gekriegt. Jetzt pass auf. Links unten steht's. Yellowstone Auto Sniper. Das Gewehr, das kriegt man bei irgendeiner Mission. Jetzt warte. Enter Nachschublieferung. Yellowstone Auto Sniper. Oh, da habe ich es eingefügt. Das ist bei Waffen. Also Yellowstone, irgendwo bei Waffen kriegt man das dann, wenn man... Warte, Waffel, Yellowstone. Wo ist denn das? Sturmgewehr. Yellowstone. Also das kriegt man, jedenfalls habe ich es hier. Und das hat ein lustiges Ding, schau her. Wenn du da alternativ, das ist ein Scharfschützengewehr und Yellowstone. Und wenn ich aber alternativ schieße, also wenn ich so schieße, dann schieße. Und ich schalte mal, ich habe hier einen Trainer und zwar für unendlich Munition. Der geht nicht. Nee, geht nicht. Ja, gut. Wurscht. Aber jedenfalls, wenn du normal schießt, schießt du normal. Und wenn du alternativ schießt, pass auf. Na ja. Hast du gesehen? Dann kommt eine Drohne raus. Und dann kann man raufsteigen. Und die Drohne schießt, also die verteidigt dich. Aber saftig, also ganz schön. Und was ist noch witzig, ich kann jetzt einen Wegpunkt eingeben. Neu, was ist denn da neu? Die menschliche Spinne? Jetzt gebe ich einen Wegpunkt ein. Ach, habe ich schon. Jetzt müsste die da hinfliegen. Komm her. Nee, ich muss ihn, habe ich verfolgen. Jetzt gebe ich einen Wegpunkt ein. Und jetzt fliegt die dahin. Wisst ihr? Das ist hoffenwartig, ja. Das will ich jetzt, das machen wir jetzt, ja. Also, wie gesagt, wenn du Yellowstone Autosniper alternativ schießen, kriegst du eine Drohne. Und zwar, die hält, man sieht da den grünen Balken. Also, die wird natürlich auch angegriffen. Aber wenn die kaputt ist, kriegst gleich eine neue wieder. Also musst warten, bis sie kaputt ist, dann nochmal alternativ kriegst unendlich viele, also nicht gleichzeitig, aber wenn die kaputt ist, kriegst, kannst du eine neue machen und die verteidigt dich. Das ist sehr praktisch und du kannst damit auch draufsteigen und rumfahren. Und wenn du einen Wegpunkt eingibst, fährt die jetzt zu dem Wegpunkt hin. Das will ich jetzt wissen.
Gut, kann ein bisschen. Naja, schauen wir mal, da kannst du die Gegend anschauen. Also, da haben wir angefangen. Und jetzt fahren wir dahin. Und ja, das will ich jetzt. Kann man, wie weit ist denn das? Kann man das sehen? Kann man sich die Gegend anschauen? Schon. Ja, hallo. Du kannst vorspulen. Nee, ich will das jetzt ein bisschen genießen hier. Ganz schicke Gegend. Ja, sehr schön. Du müsst jetzt mal runtergehen, oder? Geht die jetzt nicht? Bleibt die da oben? Höhenmäßig. Sehr schön. Sowas, wenn es in echt gäbe, so eine Drohne, die, also wo man drauf sitzen kann. Ja, wollen die ja machen. Da sind die am Arbeiten. Was ist denn das da unten? Huch, mein Motor. Da ist Brücke. Sag mal, was ist denn da für eine Brücke? Ich sehe es nicht. Nicht, dass ich jetzt so runterfall. Jetzt ist die Brücke vom Anfang, oder? Genau, da hat das Spiel angefangen, glaube ich, oder? Und die röchelt wieder Darth Vader, die Drohne. Und ja, sehr schön. Wie weit sind wir noch weg? Dauert noch ein bisschen. Na gut, du kannst jetzt vorspulen. Nee, ich will das jetzt wissen. Machen wir dann das andere Gewehr. Boah, schau her, hallo. Aha, jetzt wird es schon wärmer. Hier da oben war es noch kalt, schau her, siehst du? Und hier wird es jetzt schon wärmer. In der Gegend hier, sehr schön. Da ist das Wasserkraftwerk da. Wasserkraft, da ist schon Sumpf, da wird schon sumpfig ein bisschen hier. Ah, da sind die Heuer, die Berge da. Wahnsinn, schau das an. Da sind auch Berge. Und da geht es jetzt schon Richtung Meer. Oh, wie die Sonne schon scheint. Sehr schön. Ja, da sind die schicken Berge. Und das ist auch eine Errungenschaft, 2 Kilometer oder so auf der Drohne fliegen. Und dann gibt es noch eine Errungenschaft, also von der Drohne aus 20 Leute erschießen. Und dann gibt es noch eine Errungenschaft. Du musst auf der Drohne stehen und dann einen Gegner erschießen, der auch auf einer Drohne steht. Hat ein bisschen gedauert, ist aber gar nicht so schwer. Da musst du auf so ein U-Boot gehen, also zu einem von den U-Booten, dann deine Drohne hier rausholen und draufsteigen. Und dann diese Gegner, das sind ja feindliche Drohnen und die Gegner ziehen sich manchmal mit dem Seil auf so eine Drohne rauf, auf ihre eigenen, und da muss man den halt abschießen, von deiner Drohne aus einen Gegner auf der anderen Drohne abschießen. Also es hat ein bisschen gedauert, aber es geht auch. Geht auch. So, jetzt fahren wir dahin. Geht die jetzt nicht langsam mal ein bisschen tiefer? Hier, höhenmäßig, die Kollegin Drohne. Da ist wieder irgendein Kraftwerk. Und wie gesagt, wenn Gegner kommen, fängt die Schießen an. Die hat unten ein MG und die hält ganz schön was aus. Also da bist du gut. Also leider kriegt man das quasi erst hier in dem DLC, den wir gerade gemacht haben. Anscheinend, oder? Wenn man das vorher schon hätte, jetzt muss ich mal Kaffee trinken hier. Jetzt regnet es hier, hallo. Wie gesagt, du kannst vorspulen. Ich will das jetzt hier ein bisschen genießen. Es gibt ja Leute, die wollen auch die. Oh je, das sind die Windkanonen da oder irgendwelche Kanonen hier. Wahnsinn, offenbar. Oh, jetzt sind wir aber schon weit schon her. Da oben tummeln sich die Hubschrauber oder wie oder was? Und da, Wahnsinn, schon her. Jetzt kommen wir aber schon langsam schon hier in den Sumpf. Aha, siehst du, sind wir gleich da. Also ist eine echt schicke Sache. Und wenn mich jetzt einer angreifen würde, hat er Pech gehabt. Weil dann schießt meine Drohne. Jetzt geht's aber langsam runter. So, gleich haben wir's. Das will ich jetzt, das kommende Hallo. Das will ich jetzt genießen hier. Sehr schön. Naja, vielleicht gibt es ja mal Drohnen. Ich weiß nicht, ob wir das noch erleben werden, weil vorher geht ja die Welt unter. Das kann man hier schon auch schon ein bisschen sehen. Ja. Huch, jetzt musst du da rüber. Jetzt warte. Jetzt will ich jetzt wissen, jetzt fliegt die da hoch, oder?
Oh, da ist schon wieder was am Merkel. Ja, komm, hallo. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah, nee. Nee, gerade noch drüber. Ah, da ist der Wegpunkt. So. Und ich kann jetzt mit dem Gewehr auch einen Wegpunkt setzen. Ich muss nur dahin zeigen und rechten Bumper drücken. Dann kommt ein Wegpunkt, dann fliegt die dahin. Siehst du, das ist der Wegpunkt. Und jetzt kann ich mich da vorarbeiten. Wegpunktmäßig zu meinem, siehst du, jetzt sind wir hier am nächsten Wegpunkt. Jetzt gehen wir da langsam mal hin hier. Gehen wir da langsam hin. Schicke Sache, also bin ich schwer begeistert hier, hallo. Dieser Wegpunkt, ganz, ganz tolle Sache. So, jetzt sind wir da schon her, hallo. Noch einen bitte. Jetzt sind wir aber da, hallo. Schau her. Unglaublich, genau. So, den ganzen Weg hier kostenlos. Jetzt gehen wir runter. Hoppla. Oh, hey. Meine Drohne, die folgt mir jetzt dann. Die bleibt immer so in meiner Gegend hier. Die folgt mir und verteidigt mich. Und was habe ich jetzt? Nehmen wir mal das andere wieder. Und jetzt gehen wir. Oh, schicke Autos. Jetzt gehen wir da hin. Machen das mal. Schauen wir mal, was da passiert hier. Hallo. Javi, ein Archäologe namens Valencia hat mich zu einer Grabung auf dieser Insel Ah eingeladen. ja. Dein alter Freund? Simon Valencia weiß, dass ich der Letzte auf Solis bin, der ihm helfen würde. Aber er hat gefragt. Jetzt warte, ja, jetzt schauen wir mal, was passiert hier. Komm her. Wo ist meine Drohne? Jetzt Einsteigen bitte, Herr Rodriguez. Auf zu Isla de los steige. Anillos. Muss ich da rechts oder links rein? Muss ich einsteigen? Da erreiche. Ich muss da höher hinfliegen. Oh, Hubschrauber fliegen, kann ich das noch? Ja, ist nicht so schwer, oder? Danke, dass du mich treffen willst, Rico. Es hat Muss zwar da nichts mit Otorongo zu tun, aber hinfliegen. es ist wichtig. Otorongo, Mein genau. Ex-Kollege Valencia meinte, Otto dass er einem alten Walkes. Artefakt auf der Spur sei. Nur hoffentlich kann ich noch Wo liegt Hubschrauber. das Problem? Wo liegt Simon das stammt aus Problem? einer reichen Familie und er heuert die Schwarze Hand oft als Schutz an. Ah ja. Er spürt Artefakte auf und verkauft sie an den Höchstbietenden. Ah ja. Simon findet auch für das Unbezahlbare einen Preis. Du willst ihm trotzdem helfen? Nein, Müssen wir ich da. will ihn aufhalten. Das ist jetzt die Insel da, Es oder? ist Warte. Ah ja, aha, siehst du, das ist diese Insel hier. Sehr schön. Von der Insel. Isla de los Anillos. Dort wurde vor einigen Jahren eine Nekropole entdeckt. Oh, Nekropole, Und Valencia will. Totenstadt. Ich habe keine Stadt Ahnung. der Toten. Archäologen halten den Ort für eine alte Oh, da Grabstätte. kommt ein Baum. Aber alle Hey, da ist Sarkophage waren windig. leer. Windig. Müssen wir da rauf? Warte. Höhe. Höhe gewinnen. Jetzt da wieder. Aber mit der Drohne wäre es leichter gewesen. Oh, wo müssen wir jetzt da hin? Irgendwo. Ah, jetzt. Gott. Komm her. Oh. Ja, diese Stätte ist eine der ältesten auf Solis. Oh. Pre Espinosa, Pre Otorongo, Aha. Pre alles. Immer der Otto. Und Otto. Simon meinte, Rongo. er hätte was Unglaubliches entdeckt. Ah ja. Prima. Er sagte, ich solle ihn an einem Aussichtsposten auf dem Kraterrand treffen. Landen wir am besten da. Landen in London. Jetzt kommen wir. Ja. Ja, oh, warte. Erreiche jetzt. Hoch. Müssen wir da landen. Und weiter, ist es hinterm Berg oder vorm Berg? Da ist es einer. Das ist da jetzt, oder? Landen. Auf der. Oh, da ist windig. Hey, hallo, hier ist windig. Hier ist Wind am Berg. Ah, muss ich da jetzt rückwärts, der Kollege? Müssen wir da landen. Oh, da landen. Auf dem Platz hier, oder? Stimmt das? Ja, doch, gerade schon. Oder vorsichtig, nicht, dass ich da abstürze. Komm her. Na, komm. Ah, Schatten. Der Schatten. Da jetzt. Das sollte passen. Das Ich sollte sehe mich mal um. passen. Ah, steigen Und Rico, bitte.
Mach dort bitte nicht mehr Chaos als nötig. Oh, war ja. Danke. Und wieso ist da ein Ausrufezeichen? Erforsche die Ruinen. Da drin ist jetzt nichts hier, oder wie? Nee, nicht so wirklich. Was hab ich für eine Waffe? So, warte, ich will unendlich Munition. Jetzt haben wir unendlich Munition. Oder? Also, dass ich wenigstens, ich habe einen Trainer, dass ich wenigstens unendlich Munition habe, sonst dauert mir das ewig. Da ist nichts drin, da kann man jetzt da durchgucken. Nee. Und jetzt muss ich da forschen. Erforschen. Komm her. Da ist alles schon picknickmäßig. Jetzt muss ich da hinfliegen. Oder, du sollst den Hubschrauber, du sollst den Ding. Wohin? Da hat sich was getan, Javi. Sieh dir die Ringe rund um die Stadt an, Rico. Sieh dir die Ringe rund um die Stadt an. Ja. Beunruhigend. Was? Oh, und ich habe Simons Tagebuch gefunden. Oder suche die Ringe. Simon nicht? Nun. Weißt du, was passiert ist? Nein. Wie? Nicht so wirklich. Leider nein. Und Simon muss nach etwas suchen. Einem Artefakt. Untersuche die Ringe. Na, das ist mal eine Ansage. Muss ich da. Hab hier einen Bogen. Oh. Bewege ihn irgendwie, Rico. Bewege ihn irgendwie. Beeilung. Beeilung? Oh, warte. Drei Schritte voraus. Nee, müssen wir jetzt nicht auf Zeit machen, oder? Warte, das wieder auf Zeit machen. Wo ist denn der? Wo soll denn der? Hä? Ist der unten drin, oder wie? Ist der da drin? Kann nicht mehr. Hä? Ist der unten drin? Du sollst den Fallschirm nehmen. Der ist da drin, oder wie? Hä? Und dreh den Ring. Ach komm. Da muss ich jetzt wieder. Was? Da ist denn da? Dreh den Ring, da ist aber sonst nichts hier, oder? Jetzt Baumstumpf hier. Wie soll ich denn den Ring nehmen? Was soll ich denn da hin drin? Ah, ist da. Warte, was ist denn da drin? Dreh den Ring, wo ist denn da bitte ein Ring? Ist auch nicht davor irgendwo, ne? Dreh den Ring. Komm nicht mehr. Du musst vielleicht die großen Ringe drehen und die Bögen an irgendwas ausrichten. Die großen Ringe drehen und die Bögen an irgendwas ausrichten. Hä? Der macht immer Spaß. Was für ein Ring drehen? Den großen Ring drehen und die Bögen an. Das ist der Torbogen. Den Bogen an irgendwas ausrichten. Wie soll ich denn den. Muss ich den ganzen. Wie kann ich den ganzen Ring drehen? Die haben hier einen Vogel. Ja. Dreh den Ring mit dem Seil jetzt, oder wie? Oh, warte. Nee, dreh den Ring. Ich mag nicht mehr. Dreh den Ring. Und die Bögen an irgendwas ausrichten. Die machen hier ein Mist. Das ist nicht mehr sein. Dreh den Ring. Dreh den Ring. Was soll ich denn da drin? Wieso geht's nicht? Dreh den Ring. Und die Bögen an irgendwas ausrichten. Ich kann ja nicht das ganze Ding drehen. Hoppla. An irgendwas ausrichten, an dem Ding jetzt ausrichten. Ich mag nicht mehr. An dem Ding ausrichten. Muss ich den ganzen Ding jetzt da irgendwie drehen, oder wie? Oh, hoppla. Er bewegt sich, Javi. Hä? Er bewegt sich? Wer bewegt sich? Muss ich den jetzt da irgendwie dahin drehen, oder wie? Mir bewegt sich nichts. Mit so Seilen oder wie? Geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Ach komm. Warte. Warte, muss ich dahin. Muss das dahin gedreht werden, oder? Warte. Oder? Das. Der ganze Bogen muss darüber gezogen werden, oder wie? Mit Seilen. Und dann stimmt's, oder wie? Er bewegt sich, da hat sich nichts bewegt. Du sollst da. Nein, das ist ein Idiot. Aufgehen.
Und jetzt muss ich das Ding daher ziehen, oder wie? Mit Seilen. Habe ich da jetzt die richtigen Seile? Das weiß wieder keiner. Nee, das war es auch nicht. Jetzt. Nee, das war. Oh komm, nee, den nicht. Was habe ich denn jetzt sauber gemacht? Oh, die dämliche Seiltechnik hier da wieder. Da kenne ich wieder nichts aus hier. Ich muss das da herdrehen. Nee, das, was mache ich denn da wieder? Geht nicht. Aha, jetzt ist das kaputt. Doppelverbindung trennen. Drücken, halten. Alle Doppelverbindungen trennen. Hoverboard, Nahkampfangriff. Peng. Ich muss das Ding da herziehen, oder wie? Mit Seil-Dings da, oder? Oder wie? Er bewegt sich, hat er vorhin gesagt. Ja, weil ich da oben noch den Drecksluftballon habe, was soll ich mit dem? Der dämliche. Ich muss das da herziehen, oder wie? Muss ich da jetzt noch irgendeine. Ich kann nicht mehr irgendeine Taste drücken. Oh nee. Oder ist das die falsche Richtung? Oder muss ich es dahin drehen? Oder weiß das? Weiß wieder keiner. Nee, da haben wir jetzt. Da muss ich. Gut, dann können wir schon wieder aufhören. Da muss ich jetzt nachschauen, wie das funktioniert hier. Und das geht irgendwie nicht. Oder muss ich da oben. Oder muss ich das ganze Ding drehen? Also, nee. Ich kann nicht mehr. Muss ich das ganze Ding drehen irgendwie? Chrom. Ich komm nicht mehr. Muss das von oben raus drin, oder? Du sollst da hingehen. Muss das ganze Ding, oder wie? Da jetzt einhacken. Und dann? Geht auch wieder nichts hier. Weil ich da die blöden Luftballons dran hab, da. Gut. Ich kann nicht mehr. Ja, nee, dann können wir schon wieder aufhören. Dreh den Ring. Mit Seilen, oder wie? Ich muss da oben. Nicht mehr. Ich muss das Ding da hinkriegen. Auch nicht. Na gut, dann können wir da schon wieder aufhören. Nee, den Ring. Ich weiß es nicht, wie das geht. Der Bogen, der muss darüber gedreht werden mit Seilpfeil oder wie? Mit Seilpfeil, sage ich, mit Dings da und das Ding stört. Ne, da kommt wieder einer. Komm nicht mehr. Gut, okay, ich muss da, können wir schon wieder aufhören. Also, ich muss nachschauen, wie das geht und dann sage ich es dir. Tschüss.